Wuppertal im Bergischen Land gehört zu den ärmsten Städten Deutschlands. Jeder Fünfte hier ist auf Sozialleistungen angewiesen. Auch Uwe. Der 61-Jährige ist Frührentner und bezieht zusätzlich Wohngeld, was ihn jedoch nicht davor bewahrt, in Kürze obdachlos zu werden. Ja, da warte ich jetzt auf den Gerichtsvollzieher, da ich die Kündigung endgültig kriege. Und was ist denn passiert? Was passiert ist, das weiß ich selber nicht genau. Ich bin mit der Miete in Rückstand gekommen, weil das Wohngeld nicht kam. Daraufhin ist meine Vermieterin zum Anwalt gerannt und hat mir die Wohnung gekündigt. Das Mietverhältnis endete im April. Das war vor mehr als 4 Monaten. Doch Uwe hat keinerlei Anstalten gemacht, auszuziehen. Die Folge? Zwangsräumung. Wie viel Zeit hast du denn jetzt noch? Ja, die müssten in 20 Minuten hier sein. Zwischen 8 und 9, hat man mir gesagt. Ich sitze hier und warte und bin nervös, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Tasche ist soweit gepackt. Alles andere brauche ich vorläufig nicht. Gibt es noch irgendwelche privaten Dinge, die du gerne mitnehmen möchtest? Nein, kann ich überall locker drauf verzichten. Da hänge ich nicht dran. Ist alles nichts wert. Ob wertvoll oder nicht, heute muss alles raus. Es ist jedoch höchst fraglich, ob Uwe sich dabei selbst die Hände schmutzig machen wird. Ja, also wohnen tue ich hier seit etwas über ein Jahr. Ich trinke mir gerne mal ein Bierchen, rauche mir auch gerne mal ein, also Gras oder so. Sonst ist hier gibt nichts Vernünftiges. Holland, da kriegt man was Vernünftiges, also die Erfahrung kenne ich ja. War damals an der holländischen Grenze stationiert, war gang und gäbe. Ja. Nach der Bundeswehr hatte Uwe diverse Jobs, zuletzt in einer Werkzeugfabrik. Doch dort flog er raus. Ich habe mir meine Mittagspause einen Joint gegönnt zur Entspannung. Weil ich habe Arbeitskollegen, die haben das ein bisschen enger gesehen. Die haben gar nichts gemacht, weder Alkohol noch irgendwie Cannabis, haben überhaupt keinen Bezug zu dem Thema, konnten das gar nicht verstehen. Aber beim Vorgesetzten mich anzuscheißen, weil ich mir mal einen Joint genehmige zur Entspannung in der Mittagspause, das hat man ein bisschen enger gesehen. Mit seinem Drogenkonsum gefährdete Uwe sich und andere. Er verlor seinen Job und wurde vom Amtsarzt als arbeitsunfähig eingestuft. Warum bist du in Rente? Warum ich in Rente bin? Man hat mich kaputt geschrieben. Mir nahegelegt, ja, hat ja eh keinen Zweck mehr. Und erste Zeit hat mir das ganz gut gefallen. Ich denke, naja gut, Geld kommt. Kommt schon irgendwie klar. Und inzwischen muss ich leider feststellen, ich bin froh, wenn ich jetzt Miete bezahlen kann. Das ist schon die Hälfte der Rente. Und ja, der Rest, dann bleiben 400-500 bleiben über. Das sind Lebenshaltungskosten. Ein Großteil davon geht für Zigaretten, Gras und Alkohol drauf. Die Miete kommt da schon mal zu kurz. Wer ist denn schuld in deiner Misere überhaupt? Ja, ich nicht. Die Frau hat jeden Monat von mir pünktlich ihr Geld bekommen. Dann hat es einmal nicht geklappt und schon kam die Kündigung. So zumindest Uwes Sichtweise. Wir fragen bei seiner Vermieterin nach, die im selben Haus wohnt. Wie viel Mieten sind denn im Rückstand? Das sind von März bis jetzt, das sind 6 Monate. Die Kaution ist auch nicht vollständig bezahlt worden. Er hatte auch gesagt, er kriegt eine Nachzahlung vom Amt. Meines Wissens nach hat er die auch bekommen. Wenn er damit dann die Rückständigen abbezahlt hätte, wäre es mir ja auch noch egal gewesen. Aber so geht es nicht. Um welchen Betrag handelt es sich denn? Das sind über 3.000 Euro. Offenbar hat der 61-Jährige mehr als eine Monatsmiete nicht gezahlt. Das sah auch das Gericht so und gab der Vermieterin recht. Warum hast du das Geld nicht bezahlt? Weil ich es nicht habe. Ich kann mir nicht aus dem Hintern leiern. Warum bist du denn so sauer? Ich bin sauer auf die Gesamtsituation, weil ich mich verarscht fühle. Leute rennen hier nur hinterm Geld her, aber mit den Leuten ist es denen scheißegal. Uwe sieht sich als Opfer. Dabei ist er ganz alleine schuld an der Situation, die auch seine Vermieterin hart trifft. Ich meine, wir leben im Prinzip auch davon, dass die Miete reinkommt. Und wenn die nicht reinkommt, können wir uns einfach nicht leisten. Uwe hatte seine Chance. Jetzt ist es zu spät. Um 9 Uhr soll die Räumung durchgeführt werden. Ich sitze hier noch treu doof rum und warte auf die. Ich hätte locker abhauen können. Sieh zu und werde. Machen wir die Bude eh dicht, also. Stinke sauer, ey. Wen erwartest du denn jetzt alles? Keine Ahnung, Gerichtsvollzieher, was weiß ich, Polizei, Ordnungsamt, irgendjemand. Was hast du denn eigentlich überhaupt vor?
Ich habe keinen Plan. Ich werde gleich vor der Tür stehen und keinen Plan haben. Ich kenne niemanden, der mir hier weiterhilft. Niemand. Seitdem klar ist, dass er die Wohnung verlassen muss, scheint Uwe sich allerdings auch nirgendwo Hilfe gesucht zu haben. Zeit läuft, 9 ist durch, ich gehe. Ist mir egal, was passiert. Ich schließe jetzt ab. Was hast du jetzt vor? Ich geh erstmal. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. Und warum gehst du jetzt? Tja, weil die nicht da sind. Man hat gesagt, zwischen 8 und 9. Ich habe gewartet. Ich bin seit über 24 Stunden am Bein. Ich muss mal an die Luft. Und deine Sachen? Hol ich später. Uwe ahnt noch nicht, dass daraus erstmal nichts wird. So, wollen die was von mir? Ich hatte sie zwischen 8 und 9 erwartet. 9 Uhr habe ich geschrieben. Wir kommen vom Amtsgericht. Sie wissen, dass Sie heute Ihre Wohnung verlassen müssen und dass ich sie räumen muss. Und Ihre Sachen oben werden bei der Spedition eingelagert. Jetzt sofort, oder wie? Heute, ja. Ja gut, dann nehme ich jetzt meine Tasche. Die Kosten für die Einlagerung übernehme ich nicht, das sage ich Ihnen jetzt schon. Ich weiß nicht, warum mir gekündigt wird. Mit Wohngeld ist nicht gekommen, ich konnte nicht bezahlen. Bitte kommen Sie mit. Ein letztes Mal versucht der Frührentner, sich zu rechtfertigen. Viel Nutzen wird es ihm wohl nicht. So, kann gerne kommen. Ich bin dabei, wenn die einlagern. Das will ich sehen. Ich habe hier nur meine beiden Taschen. Die stelle ich jetzt raus. Und dann will ich sehen, wie die dann ordentlich verpacken. Genug von den Kollegen stehen ja unten. Mal gucken, wie lange die dafür brauchen und ob die das ordentlich machen. Warten wir es ab. Dass gleich ein Entrümpelungsunternehmen dabei ist, hat Uwe offenbar nicht erwartet. Langsam wird ihm der Ernst der Lage bewusst. Du bist etwas angespannt, ne? Ja. Hast du Angst? Nö, wovor? Der sollte Angst haben, wenn er hier irgendwas kaputt macht. Hallo? Ja, kommen Sie rein. Sind Sie fertig? Ja. Ich hatte Sie ja gerade mit dem Anliegen bekannt gemacht. Ja, ich wäre gern dabei, wenn es verpackt wird. Nein. Ja, nee, dann nicht, dass die noch was kaputt machen. Nein, die machen nichts kaputt. Ja gut, dann warte ich vor der Tür. Die Gerichtsvollzieherin lässt nicht mit sich reden. Uwe hat lange Zeit gehabt, die Wohnung zu räumen. Jetzt bleibt ihm nur noch, was er bei sich trägt. So, Frühstück. Das gehört mir nicht. Das ist vom Flur. Was soll die Scheiße? Habe ich nichts mit zu tun. Nee, das wird auch nicht für mich eingelagert. Da muss ich bezahlen. Alles war Platz wegen dem meine Sachen aus der Wohnung. Ist das so schwer? Fünfmal eingefallen. Lasst unsere Arbeit machen. Ja, ihr macht eure Arbeit nicht. Schnauze. Der 61-Jährige lässt seinen ganzen Frust an den Entrümplern aus. Die haben da echt einen Arsch auf, ey. Echt, kann man nicht anders sagen. Was hier abgeht in dem Land, das ist nicht mehr normal. Berlin. Nirgendwo in Deutschland leben mehr Menschen auf der Straße. Schätzungen gehen von rund 2000 Obdachlosen aus. Eine von ihnen ist Anna-Maria. Mein Name ist Anna-Maria und ich lebe auf der Straße. Ein normaler Job kommt für mich nicht in Frage. Ich gehe lieber schnorren. Seit etwa einem Jahr lebt Anna-Maria auf der Straße. Seit einiger Zeit in Berlin. Hier hat sie auch ihren Freund Joshua kennengelernt, der ebenfalls obdachlos ist. Wir gehen jetzt zum Schnorrplatz. Also Warschauer Straße, da ist ein Baum und da schnorren wir immer. Lebt ihr komplett vom Schnorren? Ich schon, ja. Hartz IV, aber auf der Straße, ja. Und warum beziehst du kein Hartz IV? Weil ich erstens zu faul für die ganzen Ämterwege bin und zweitens, weil dieser Staat und die Gesellschaft geht mir komplett am Arsch vorbei. Und ich möchte, dass ich der Gesellschaft auch am Arsch vorbeigehe.
Also, dass nicht irgendwelche Leute meinen Hartz IV bezahlen. Anders als Anna-Maria scheint Joshua nicht ganz freiwillig auf der Straße gelandet zu sein. Joshua, warum gehst du nicht arbeiten? Ganz einfach. Dieselben Probleme, die seit über 100 Jahren in jedem Scheißstaat herrschen. Wenn du keine Wohnung hast, bist du nichts wert, kriegst auch keine Arbeit. Fertig, keiner vertraut dir. Hast du schon mal gearbeitet? Ja, bei der BSR. 3 Jahre lang. Hab im vierstelligen Bereich verdient, anständig, bis ich meine Wohnung verloren habe wegen Gentrifizierung. Gentrifizierung bedeutet, dass einkommensschwache Menschen aus attraktiven Stadtvierteln verdrängt werden. Durch steigende Mieten, eine geringe Anzahl an Sozialwohnungen und immer mehr Luxusimmobilien. Das heißt, dein Hass auf die Gesellschaft scheint relativ hoch zu sein. Kein Hass, es ist einfach nur Abscheu. Ich kann ihn komplett verstehen und es ist begründet, weil das, was die Gesellschaft abzieht, ist Scheiße. Ja. Ist ein hartes Leben auf der Straße? Ja, schon. Also es hat so seine lustigen Seiten, logisch, man hat viele Freiheiten, aber es ist auch nervig ab und zu und anstrengend und ja, nicht so witzig. Aber ich habe mich trotzdem freiwillig dafür entschieden, weil ich die Gesellschaft kacke finde. Von der Gesellschaft hält Anna-Maria nicht viel. Sie möchte nur von dem leben, was ihr die Menschen freiwillig geben. Wäre gut, wenn heute was zusammenkommt, so wie jeden Tag. Hängt von den Leuten ab, von den Launen der Leuten. Hängt von uns ab, wie gut wir drauf sind, wie lustig wir die Leute ansprechen können. Wird heute wohl eher nichts. Warum? Weil ich schlecht gelaunt bin. Ich hatte echt nicht viel Schlaf und da bin ich meistens ein bisschen grantig unterwegs. Wie ist deine Laune heute? Straße fuckt ab, Sachen ziehen einen runter, Menschen fucken einen ab. Ist halt irgendwo jeden Tag das Gleiche. Jeder Tag hat was Schönes, aber eigentlich immer nur was Beschissenes. Betteln. Ein Schritt, der große Überwindung kostet. Für das obdachlose Pärchen ist er längst Alltag. Moin Moin, hast du vielleicht eine Zigarette übrig? Oh, du bist ja ein wundernetter Mensch. Dankeschön. Schönen Tag dir noch. Danke. Funktioniert das gut, immer nach Kippen zu fragen? Sieht man doch. Schule, Ausbildung, Beruf? Für Anna-Maria keine Option. Sie schnorrt lieber. Freund Joshua hat dagegen heute andere Pläne. Jo, soll ich runterkommen, ja? Ja, alles klar. Gut. Dann bis gleich. Was war's für ein Anruf? Arbeiten. Ich werde jetzt für eine Person arbeiten. Aber nicht du beziehst doch Hartz IV. Ja, von legaler Arbeit redet ja keiner. Am weiter will ich darauf aber nicht eingehen. Wenn ich euch das verraten würde, würde ich buchstäblich mit meinem Leben spielen, also nein. Hast du da keine Angst, erwischt zu werden? Da ist mir das Risiko, erwischt zu werden, lieber als zu hungern und nichts zu haben. Regeln und Gesetze sind für Joshua zweitrangig. Während er dubiosen Geschäften nachgeht, sucht Anna-Maria zum Betteln ihren Stammplatz auf. Hier, unser Baum, der Schnorrplatz. Ich muss mir kurz mein Werkzeug holen. Mit Werkzeug ist ein Pappbecher für Kleingeld gemeint. Ist dir das nicht unangenehm, da reinzugreifen? Also wenn jetzt Spritzen oder sowas drin wären, dann würde ich da natürlich nicht reingreifen. Aber siehst ja, ist ja nicht viel außer Mandarinen und Bananenschalen. Aber das geht voll. Weißt du, was ein Schnorrorakel ist? Also, wenn Milchschaum da drin ist und kalter, getrockneter Kaffee, schwarzer Kaffee, dann läuft das Schnorren gut. Wenn da Kakao drin ist, läuft's scheiße. Das ist einfach ein Gesetz, das ist immer so. Und das, was ist drin? Milchschaum. Moin Moin, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld übrig? Bitte. Ach mal los. Moin Moin, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld übrig? Moin Meister, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld? Schnorrorakel hin oder her. Kaum jemand schenkt der jungen Frau Beachtung. Irgendwann ist man halt abgestumpft dagegen, aber es fällt mir gerade mal wieder so auf, wie krass man ignoriert wird. So, die Menschen nehmen einen überhaupt nicht wahr, die hören einem nicht zu. Hast du schon mal Anfeindungen mitgekriegt? Ich habe 2 Mal auf die Fresse gekriegt. Ja, natürlich. Also eigentlich so jeden Tag, so geh arbeiten und sowas, so die ganzen Sprüche, die man dazu hört. Warum gehst du nicht arbeiten? Weil ich zu faul bin, ich habe keine Lust dazu. Und das ist wirklich so. Ich möchte
noch ein bisschen Kind bleiben. Also die ganze Welt wird so schnell erwachsen, alle werden so schnell erwachsen und das habe ich keinen Bock drauf, bin ich noch nicht bereit für. Und oh, bist du cool. Vielen, vielen Dank, schönen Tag dir noch, geil, dankeschön. Tada, meine ersten 20 Cent. Milchschaum, Alter, läuft doch. Also ich mache hier so locker jeden Tag so meine 20 Euro. Wenn ich das durchziehe, dann habe ich in 2 Stunden 20 Euro. Das reicht für den Tag. Anna-Maria möchte frei und unabhängig sein. Gleichzeitig ist sie von der Freigebigkeit anderer Menschen abhängig. Moin Moin, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld übrig? Ja! Ich wollte heute mal jemanden aus Spenden, habe ich mir vorhin vorgenommen. Das ist gut, ja, mach das. Ja. What the fuck? Einen wunderschönen Tag dir noch! Ha, ich hab 5 Mal gekriegt von wegen Penner so ein Arm, Alter. Oh. Kannst du mir erklären, warum du jetzt so gegeben hast? Ja, weil ich seit Tagen irgendjemandem was Gutes tun wollte, aber irgendwie nicht die Gelegenheit hatte und sie war gerade so positiv. Da dachte ich, okay, dann gebe ich es mal ihr. Das ist so ein Gefühl, was von innen kommt, wenn man das so spürt, okay, das ist die Richtige. Ich denke jetzt nicht, dass sie freiwillig auf der Straße ist. Ich habe mich dafür entschieden. Ich habe das Abi abgebrochen. Ich habe mich irgendwann einfach eingezwängt gefühlt und ich wollte da raus unbedingt. Und deswegen bin ich jetzt freier? Ja, definitiv. Ja. Aber glaubst du nicht, sie verbockt sich auch so ein bisschen den Lebensweg? Ja, verbockt sie, aber jeder hat seinen eigenen Weg, es zu verstehen oder zu merken. Man muss halt die eigene Erfahrung sammeln. Meine Eltern haben mir auch immer viel gesagt, mach das nicht, mach dies nicht. Und ich habe das erst gelernt, nachdem ich es gemacht und verbockt habe. Und irgendwann macht es vielleicht Klick, wo sie sagt, okay, jetzt fange ich neu an. Ich habe nicht vor, ewig auf der Straße zu wohnen. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich habe auch immer noch Kontakt zu meiner Mutter. Und ich melde mich jeden Tag bei ihr, dass ich noch lebe, dass es mir gut geht. Und erzähle ich auch jeden Tag, was ich mache. Und das ist die einzige Person in meinem Leben, die je immer für mich eingestanden hat. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Anna-Maria könnte jederzeit zurück nach Hause zu ihrer Mutter. Doch sie lebt lieber auf der Straße. Wenn deine Mama dich so sieht, was glaubst du, denkt die? Sie nimmt es hin und da kann ich einfach mal mega stolz sein, dass ich eine der geilsten Mütter der Welt habe, oder? Ich finde das schön. Ich liebe sie. Hallo Mama, ich liebe dich. Wie schwer es für Anna-Marias Mutter sein muss, die Entscheidung ihrer Tochter zu ertragen, lässt sich nur erahnen. Tada, danke schön. Schönen Tag euch noch. Ist da ein Zwischenstand? Viel. Ein Moment. 15,50 Euro und ein bisschen Kupfer. Die Ausbeute nach rund 2 Stunden. Mit Arbeit könnte Anna-Maria bequem mehr verdienen. Doch sie zieht es vor, frei zu sein und zu frieren.